Überlegung. Ihr hockt halt da schon gerade ein bisschen im Dreck, hä? Mit der Heim, ja. Mama, der Heim hat immer so Dreck. Hä? Ja. Schon. Nicht so. Deine nicht. Was hast du für eine Mama? Ist die auch da? Melanie? Nicht da, schick mal die bei mir heute vorbei. Hast du heute mal bei Zorn mit der Heimat? Du hast viel sauber, du hast dir selber aufgeräumt. Aha, ja, das ist etwas anderes. Geh mit Mama dort, kommt nicht so sauber, wie wenn du die Tür tust. Ja, aber weißt du was? Nein. Ja, aber wir stellen wieder rein. Macht das rechte Was spielt er für ein Märli? Ja. Heißt das? Das sind die sieben Zwerge, die du gespielt hast. Aber wir spielen nicht die sieben Zwerge. Was spielen wir für ein Märli? Nur mal so anders. Ja, wir müssen das lauter sagen, nur mal. Okay. Hast du verstanden? Ja, jetzt habe ich es gehört. Ja, Hänsel und Fritze, das geht ja gar nicht. Ja, mach. Was hat er jetzt gemacht? Ups, es ist Mappa zu fast der Wolf gekommen. Sehr gut, genau so wollen wir die Szene. Super, genau so. Gut, die haben wir im Kasten. Sehr gut, ja. Oh! Ja, moin, das klappt. Also, am Samstag, wenn alle Geschäfte zu haben. Ein Mond, hä? Ja. Ja, ich muss mal in der Grimpelkamera gehen. Ja, ein bisschen vorwärts. Gib ein bisschen Gas, gell? Ein Mond, hä? Wir haben gerade inzwischen nochmal den Einsatz. Also. Es war stockfinster und auch so bitterkalt. Helfen wir mal! War das noch nicht sauber? Moment! Ja, das ist mir immer noch Zell! Zellamond! Viel Zell! Weißt du, also, so ein halber Mond, das wäre ich, so ein halber Mond. Ein halber Mond. So ein Sichler, so. Ja, ja so ein Halbmond wäre ich. Halbmond, das wäre ich. Das wäre ich. So ist fast noch hell. Wo kriege ich jetzt am Samstag am Morgen einen halben Mond, wenn alle Geschäfte zu haben? Meine Güte, ja, ich schaue mal nach Grimpelkamera. Ein halber Mond. Ja, bitte, ein halber Mond. Oder ein Sichler, ja. Ja, genau. Also. Ist gut, hast du einen? Komm mit dir. Ja, wir haben voll, gell? Es war stockfinster und auch so bitter kalt. Genau. Ja, gut. Hast du ihn? Ja. Warte, du noch hecher, weh. Das ist gut. Besser. Ich werde immer noch Zell. Zellenmond. Ja. Ja, geht, wenn wir 2 Wochen warten, ist der schwarz. Aber weißt du, ein Leermond. Das wäre optimal. So ein Herrgottstern, was kriege ich am Samstag? Gut, jetzt müssen wir aber gleich wieder wegkommen. Es war stockfinster und auch so bitterkalt. Wir sollen ein bisschen kälter machen, ein bisschen kälter. Ja, und kalt. Und kalt. Und noch kälter. Jetzt hat Rafa doch ein bisschen zu fast kalt. Komm, wir machen wieder ein bisschen wärmer auf der anderen Seite. Und noch Seite. Und noch mit mehr. Der Streit. Und noch wieder. Noch wieder.
ein bisschen zu warm gewesen, hä? Also, ich glaube, jetzt haben wir es im Kosten. Es war stockfinster und auch so bitter kalt. Husch! Hast du noch? Ja, aber gell, es sind ein bisschen wenig Küche für so viel Raum. Aha. Oder zu wenig Küche. Oder zu wenig Raum für so wenig Küche. Zu mehr Küche. Viel mehr Küche. Ja, nicht viel mehr Küche. Wir wollen ein bisschen Küche essen. Nein, jetzt hat er so einen kleinen Küchenbrock. Nein, das gibt's nicht. Aha, ja. So. Ist gut. Jawohl. Also. Fessen. Es ist jetzt gerade ein bisschen gar wenig Raum für so viel Küche. Aha, mehr Raum. Mehr Raum. Ich weiß, Herr Gustarno. So besser. Also ein bisschen besser. Ja, ein bisschen besser schon. Aber weißt du, mehr Raum, oder? Aber schau mal, Timo, kannst du das nicht ein bisschen mit einem Lächeln präsentieren? Du kommst dann irgendwie. Wenigstens, geht noch mit einem Lächeln, geht in die Küche wie ein Zeichen. Geht das so besser jetzt. Jetzt geht's. Gut, also, gut. Gut. Kannst du hinter die Bühne dich kurz wegmachen? Ja. Also, jetzt spielen wir es nochmal. Helfen wir nochmal, Sago. Gut. Sie kamen an ein Häuschen vom Pfefferkuchenfein. Wo hast du jetzt den Kuchen wieder? Nein, war sie gestoßen.
von meinem Erzähler ein. Oh. Die Hexe musste braten, die Kinder mit nach Haus. Nun ist das Märchen von Hans Brezel aus. Jawohl, genau so machen wir's. So. Hansel und Brezel verliefen sich im Wald. Alle helfen! Es war stockfinster und auch so bitter kalt. Sie kamen an ein Häuschen von Pfefferkuchen fein. Wer mag der Herr wohl von diesem Häuschen sein? Ja. Alle Hexe aufstehen! Seid ihr zweck? Alle Hexe? Da schaut eine alte Hexe raus. Sie lockt die Kinder ins Pfefferkuchenhaus. Die Hexe musste braten, die Kinder gehen nach Haus. Nun ist das Märchen von Hans und Brezel aus.